Hallo und herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Ja, wir haben gerade dieses Haus geplündert, bevor uns der Bär umbrachte. Und jetzt gehen wir nochmal zum Haus, wo der Bär residierte und gucken mal, ob das jetzt unbewohnt ist, ob wir da mal rein können. Dicky ist ziemlich überladen und hat Hunger. Das heißt also, Ausdauer ist wieder völlig im Keller. Ach du liebes Bisschen. Da steht immer noch schon wieder, wie auch immer, ein Bär. Was machen diese Bären in diesem blöden Haus drin? Und aus dem Augenwinkel habe ich eben gesehen, im Haus ist, glaube ich, auch noch ein Bär. Das gibt's doch nicht. Das ist doch kein Zoo hier. Okay, also ich glaube, den Typen, den machen wir mal platt und dann versuche ich mal, irgendwie einen Blick ins Innere zu erhaschen. Vielleicht mache ich die Tür da mal gleich platt. Die da. Und dann gucken wir irgendwie mal rein. Ich meine, ich hätte außer dem Bären da draußen... Kommt da jetzt einer? Ich hock mich mal hin, dann sind wir leiser. Außer dem Bären da draußen hätte ich im Inneren auch noch einen gesehen. Das kann nicht sein, oder? Wieso setzen die Bären ins Haus? Ja, aber während ich da so rumklopfe, kann ich euch mal erzählen, wir haben schon wieder ein Update zu verzeichnen. Ich erspare euch jetzt die Einzelheiten. Es wurde geändert, es wurde gepatcht, Bugs wurden ausgemerzt. Und ja, also es nimmt langsam Gestalt an und ich bin gespannt, wann im Januar die Stable-Version rauskommen wird von der A17. Und spätestens dann kann man auch so ein richtiges Langzeit-Safe mal in Angriff nehmen. Obwohl ich jetzt hier auch schon, naja, so weit wie möglich kommen möchte. Also ich möchte irgendwie zumindest mal eine Blutmondnacht erleben und selber auch ein bisschen bauen und Fallen aufstellen. Naja, mal gucken, wie viel Zeit die uns lassen, bevor wir zwangsweise ein neues Spiel anfangen müssen. So, jetzt kloppen wir weiter. So, ist da jetzt was zu sehen? Da steht, guck mal. Da steht doch ein Bär drin. Da steht ein Bär auf dem Flur. Wieso setzen die Bären ins Haus? Okay, ja, was machen wir denn, wenn da so viele Bären sind und die sind ja nun echt stark, ne? Ist in diesem Haus dann irgendwas tierisch Wertvolles? Wisst ihr was? Ich glaube, wir bauen uns hier mal außen hoch, klettern aufs Dach und versuchen mal von oben ins Haus zu gucken. Da können wir zumindest sehen, ob es irgendwas Spannendes zu looten gibt oder so. Und uns mal einen Überblick verschaffen. Ich kann das irgendwie nicht glauben, dass die wirklich Bären ins Haus setzen. Was? Oh, das war daneben. Was ist denn das für ein Quatsch? Naja, fragt sich halt, ob das ein Bug ist oder ob das so soll. Ich weiß es ja nicht. So, hier hat schon einer vor uns mal reingekloppt. Was war das? Ich würde sagen, da machen wir mal weiter. Oh, das geht auch leicht. Ach so, das war der Rahmen. Naja, aber das geht relativ schnell. Und dann können wir da gleich mal reingucken. Ja, ja. So, ein Bär ist jetzt aufgewacht. Wahrscheinlich der da drin, ne? So, guck, nee, draußen, vor der Tür jetzt, vor der Tür rennt einer rum und hier außen läuft auch einer rum. Also einer hat uns umgebracht, naja gut, ist klar, dass hier noch einer rumstromert, okay. Also hat der jetzt noch einen Bruder mitgebracht? Und irgendwie habe ich das Gefühl, das sind nicht die einzigen beiden. Ich frage mich nur von diesem Hausdach, kann ich da irgendwie, kann ich da zielen richtig? Nee, das landet doch alles im Dach. Na, so geht das, okay. Hätte es gehen können. Jetzt macht er natürlich meine Dinger da kaputt. Wieso zerspringen meine Pfeile auf dem Bären?
Also ich meine, ich hätte ja eindeutig den Bären treffen müssen. Meine Pfeile sind zu schwach für den Bären, echt? Ja, so erwischt ihr den auch nicht, ne? Aber wenn in diesem Haus jetzt der totale, ultimative Schatz ist, ich kann ja jetzt nicht einfach weglaufen, ne? Und hier liegen die Reichtümer drin, wer weiß, was für Waffen oder so hier irgendwie verborgen sind. Aber irgendwas klappt hier mit dem Schießen überhaupt nicht. Mir kommt das so vor, als würde er immer das Dach treffen. Dabei ziele ich ja nun, ja gut, jetzt. Er musste ja irgendwo hin, der Pfeil, aber nee, als vorher habe ich auf den Bären eindeutig gezielt und das sieht aus, als hätte das Spiel das nicht geschnallt. Okay, ich kann natürlich hier jetzt so eine Art Balkon bauen. Und wenn ich mich da so ein bisschen rauswage, dann klappt da außen dran, so. Dann kommt hoffentlich der Bär irgendwie unter mich und dann kann ich doch durch diese Teile durchschießen. Das wäre jetzt so mein Plan, aber er möchte auch nicht zurückkommen, der Bär, ne? Der wütet jetzt irgendwo andersrum. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so hilfreich ist. Ich mach's mal hier ein bisschen breiter jetzt. Die Frage ist ja auch, wie viele Pfeile braucht man? Also ich meine, ich habe ja nur die ganz einfachen Steinpfeile, um so einen Bären zu erlegen. Das ist ja... Oh Gott, was war das? Leichte Explosion. Das hörte sich sehr explosiv an. Mich tritt ein Pferd. Auf dem Dachboden ist auch noch ein Bär. Ja, ist denn das die Possibility? Ja, und so triffst du den natürlich nicht. Und da unten, die ticken ja voll aus, die Viecher. Da muss doch was Wertvolles drin sein in dem Haus, ja klar. Und wenn ich losschieße, dann ist der natürlich weg. 22 Pfeile habe ich noch. Ja, das ist natürlich jetzt auch mega schwer, die so zu treffen, ne? Vielleicht sollte ich das Dach irgendwie weiter aufkloppen. Weil hier drunter verirrt sich jetzt keiner. Eigentlich folgen die einem doch, oder? Denn die müssten doch schnallen, dass ich jetzt... Naja. Also sagen wir mal, früher wäre es so gewesen. So vielleicht? Ja, so kann ich gut treffen. Aber Bärchen, du musst jetzt auch da stehen bleiben. So läuft das doch. Nee, so läuft es natürlich nicht. Komm wieder her. Ja, das kann ja jetzt eine tolle Folge werden, ne? Also ich schätze das ja mal so ein, dass ich jetzt die ganze Folge irgendwie mit 2,5 Pfeilen auf 1, 2, mindestens 3 Bären eindresche. Ja. Okay, aber so treffe ich den wenigstens. Ja, das sieht ganz gut aus, glaube ich. Den einen kriege ich gut so. Der muss bloß da bleiben. Na, jetzt sind sie wieder weg. Hä? Jo, die Pfeile sind alle. Steinpfeil da unten. Wie viele kriegen wir hin? 62 sind gut, die mache ich jetzt auch alle. Weil für mindestens 3 Bären, ich glaube, das reicht noch nicht mal. Zumal ja auch nicht jeder trifft, ne? Weil das ist, ich schieß und prompt eiert der Bär nach rechts oder links. Was ist das denn? Und wieso wohnen 3 Bären in einem Haus? Das ist ja wie bei den 3 kleinen Schweinchen. So, jetzt rennt er da draußen rum. Die haben sich da jetzt irgendwie durchgefuttert, ne? Ja, da kannst du auch stehen bleiben. Ah, die sind auch nicht klein zu kriegen. Ich brauche bessere Pfeile.
Wenn wir wieder zu Hause sind, dann muss ich mich mal um bessere Pfeile kümmern. Und wahrscheinlich sollte ich auch mal irgendwas für den Bogen aufwerten. Zack. Nee. Und ich habe genau auf die Schnauze gehalten. Es hätte treffen müssen. Und du hast keine Chance zu. Das macht mich jetzt ganz fuchsig, ne? Ich kann jetzt auch nicht einfach weg, weil da sind bestimmt irgendwelche tollen Sachen drin. Ich muss die jetzt holen. Jetzt mache ich das hier noch größer, das Loch. Ich hoffe nur, dass der mich da jetzt nicht anspringt, ne? Der Bär da. Ja, das jetzt war klar. Jetzt ist er natürlich aufgewacht. So, aber so treffe ich wenigstens. Ja, gut. So kann... Ah, nee, 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 nee. Bleib schön da. Aber so kann das bleiben. Das passt. Bleib da. Oh, dieses Gejaule. Das tut mir schon wieder leid, ne? Aber die sind ja... Die sind ja auch echt böse, die Viecher, ne? Einen hab's und du bist weg. Wenn die mal alle so günstig... Oh, oh, den habe ich erlegt. Bär Nummer 1 ist Geschichte. Das war eine gute Entscheidung, hier das Loch größer zu machen. Aber die zippeln da auch rum. Schwer zu treffen. Ich krieg die klein. Ich krieg die alle klein. So, er hampelt da auch noch rum. Der hat aber auch schon... Oh! Bär Nummer 2. Super. Läuft doch eigentlich. So. Der war schon tot, ist jetzt noch toter. Und jetzt läuft vor der Tür da auf der anderen Seite noch das dritte Bärchen rum. Ja, die Frage ist... Ah, da kommt er. Das ist gut, wenn der... Ja, der könnte sich mal ein bisschen weiter weg vom Haus bewegen. Wir müssen mal zwischendurch was essen. Wir haben hier schon das rote Essenzeichen. Leider habe ich auch nicht mehr wirklich was mit, ne? Ich habe noch ein paar Maiskolben und das war's dann. Das muss jetzt erstmal reichen, Diggi. Ja, und jetzt verschwindet er wieder und das... Und das Dach, das ist doch blöd so. Ich will jetzt auch nicht runterfallen. Wenn ich runterfall, bin ich tot. Diggi, sei vorsichtig. Nee, das ist... Ich müsste eigentlich den Bären treffen, aber das Spiel schnallt das, glaube ich, nicht. Irgendwie zerbrechen die alle am Hausdach. So, die heben wir jetzt mal wieder auf alle. Das hat nicht so viel gebracht. Ja, und wenn der hier drin bleibt, dann habe ich noch... Dann habe ich noch eine Chance, oder? Ich versuche mich noch mal ein bisschen weiter durchs Hausdach zu buddeln. Mal gucken, ob das von drinnen dann günstiger ist, wenn ich da oben auf die Plattform kann, da wo der tote Bär rumliegt. Bin ich vielleicht in einer besseren Schussposition, ne? Ja, ja, Diggi, streng dich an jetzt. Komm, da drin ist auch nicht mehr so warm. Ein bisschen kannst noch. Oh Mann, und die Axt ist gleich zu Ende und ich fürchte, ich habe keine Steine mehr. Ich glaube, ich kann die gar nicht reparieren. Das ist ungünstig. Oh, guck dir das Riesenteil an, Nardo. Guck dir das Riesenteil an. Wahnsinn. So, irgendwie komme ich da gerade... Ah, ich komme doch ran. Sehr schön. Oh, was gibt's da denn? Ich bekomme aus diesem Bären Dinge, die ich noch nicht kenne. Das Kartoffelpü, was Tierfett ist. Und Fleisch natürlich und Knochen, schon klar. Aber da war noch was. Muss ich mal nachgucken. So, rein da. Jetzt ist er alle. Und ich habe keinen Stein. Habe ich alle verbraucht für die Pfeile.
Gut, dann machen wir Plan B. Dann klopp ich jetzt mit der Keule oder mit der Knochenklinge weiter. Aber wenn er hier draußen ist, dann versuche ich es dann doch erstmal von hier. Zack. Das wäre wohl ge Oh, das wäre wohl gelacht, wenn wir den dritten Bären jetzt nicht auch noch hinkriegen. Nehmen wir erstmal die Steinpfeile wieder mit hier. Oh, rutsch nicht runter, Dicky. Rutsch nicht runter. Nee, der. Oh nein! Oh, Dicky, das war nicht gut. Lauf! Oh nein! Oh oh! Oh oh! Dicky, tu irgendwas. Aber ja, ich weiß nicht, mit einer Knochenklinge willst du das wirklich, Dicky? Ich meine, das ist keine gute Idee. Ja. Dicky hatte irgendwie nicht so rutschfeste Schuhe an, deswegen müsst ihr ihm das verzeihen. Er ist da manchmal ein bisschen ungeschickt. Gott sei Dank haben wir direkt vorm Haus den Schlafsack liegen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wieso blute ich denn? Ich wache auf und blute. Hallo? Soll das so? Und hungrig ist Diggi auch, ja, das weiß ich. So, jetzt liegt hier dieser Bär und da ist mein Rucksack. Den ziemlich lebendigen Bären kann ich nicht sehen im Moment, okay. So, jetzt gib mir meine Sachen erstmal wieder. Ja, und dann würde ich sagen, nehmen wir den hier erstmal auseinander. Was ist denn das, was man da jetzt von diesen Bären kriegt? Sieht doch ein bisschen merkwürdig aus, naja. So. Oh, was ist das denn? Ich dachte, der wäre tot. Alter, und ein Hund noch. Oder Wolf oder was? Ach du meine Fresse. Oh, das habe ich jetzt aber echt nicht kommen sehen. Das ist ja für Fortgeschrittene hier. Okay, der stellt sich also quasi tot. Habt ihr das gesehen, dass der gelebt hat? Für mich sah das aus, als würde der war doch völlig regungslos. So, auf ein neues. Wir kriegen das noch. Ich will in dieses Haus. Da sind bestimmt die tollsten Sachen drin. Ich weiß das ganz genau. Und du wirst mich da nicht aufhalten, du. Du. Ja, du halt. So, du auch nicht. Dass man hier immer erstmal aufräumen muss. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der Bär wieder im Haus ist oder ob der jetzt draußen ist oder wo ich den gleich wiederfinde. Vielleicht steht er wieder so regungslos da rum. Dann kann ich mir das nochmal angucken. Also ich habe das eben echt nicht gesehen, dass der noch gelebt hat. So, unsere Sachen haben wir wieder. Ja, das ist er doch. Jetzt sehe ich aber auch, dass der noch, also klar, also er atmet und also lebt er natürlich, ne? Irgendwie relativ logisch. Aber das sah für mich vorhin anders aus, oder ich war da irgendwie abgelenkt. Ich habe keine Ahnung. Ja gut, jetzt steht der da also drin. Dann würde ich sagen, ich baue mich. Ach, falsch gestapelt. Ich baue mich jetzt hier hoch und versuche den dann also doch irgendwie durchs Dach zu kriegen. Ja, was ich ja eigentlich sowieso schon vorhatte. Gut, die Axt war jetzt. Jetzt habe ich mir keine Steine geholt. Die war tot. Das heißt, ich muss wohl oder übel mit der Keule oder dem Messer weiterkloppen, ne? Ja. Ja, es wird ja wohl zur Not auch gehen. Das kann ja auch nicht mehr so viel sein. Da muss ich weitermachen. So, naja. Oh. Und er kann nicht mehr, klar. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Aber ich bin wirklich gespannt, was wir drin finden. Das muss ja was Tolles sein. Geht ja gar nicht anders. Ma, Diggi, du hast schon wieder Hunger, ne? Ganz doll.
Und heiß ist dir auch. Na komm, zweimal noch, einmal noch. Achso, naja, gut, den Rahmen klopfst du noch eben weg und dann. Dann können wir rein. Ich hoffe nicht, dass da oben jetzt noch was rumfleucht, ne? Oh, das geht besser. Nee, geht nicht besser. Das fühlt sich nur besser an, aber okay. Egal, Hauptsache kaputt. So, trau dich, Diggi, rein da. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.